call my guy for more money. And as long as I don't be running, yeah, things are not going. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K19. Wir befinden uns in der Offseason 2019-2020 und haben das letzte Mal in der Draft-Lotterie nicht den Pick bekommen, den wir eigentlich haben wollten, aber trotz allem sind wir zufrieden. Ne? Jetzt geht es aber erstmal darum, diesen Vertrag natürlich zu unterzeichnen. Dann Team- und Player-Option, Qualifying Offers und dann die Free Agency. Also wird eine mehr als nur spannende Folge und dann auch noch die Spielerentwicklung. Also lauter geile Punkte, die ich alle liebe. Jetzt aber erstmal 2 Jahre, 8,97 Millionen. Natürlich keine andere Wahl, als das zu machen. Ne? So. Whiteside lehnt ab. Das kann uns aber total egal sein. Kit Gilchrist zieht seine Player Option. Und bei allen anderen, ja, sagen wir natürlich auch ja. Whiteside tut uns jetzt nicht wirklich weh, weil ich denke, auf der Position sind wir ganz gut aufgestellt. Ansonsten Markkanen, Buddy Hield, Chris Dunn, Valentine und Kit Gilchrist. Den kann man bestimmt auch gegen einen späten First-Rounder noch traden, deswegen. So. KD hat abgelehnt, aber wahrscheinlich auch bloß, um einfach neu zu unterschreiben. Kyrie Irving hat abgelehnt. Jimmy Butler hat abgelehnt. Ben Simmons hat angenommen. Tatum, Mitchell, Horford, Gasol, Middleton. Ja, es ist sowieso sortiert nach Gesamtstärke. Deswegen, also die ganz oberen. Ja. Wir werden mal gucken, was möglich ist. Naja, für das Geld können wir es auf jeden Fall machen. Moratorium, Tag 1 von 3. Willkommen zum Liga-Moratorium der Free-Agency-Phase. In dieser dreitägigen Verhandlungsphase dürfen Spieler zwar keine offiziellen Verträge unterschreiben, sie können jedoch mündliche Angebote annehmen, die dann am ersten Tag der Free-Agency offiziell unterzeichnet werden können. Wenn du deine Angebote abgegeben hast, drücke die Optionstaste, um zum Zusammenfassungsbildschirm für Tag 1 zu gelangen. Also KD würde halt niemals zu den Bulls kommen. Shooting Guard habe ich jetzt eigentlich. KD ist aber halt der einzige Small Forward in der NBA, der mich von jetzt auf gleich sonst wohin hieven würde. Also er hat ein Interesse von voll für die Pacers. Hat ein Angebot von den Celtics und von den Clippers. Towns. Mal schauen, was hat der für Angebote. Noch gar keine. Also sieht zumindest so aus. Achso, der ist restricted. Okay. Jimmy Butler. Ja, von den Kings und von den Timberwolves. Jimmy würde uns halt schon auch weiterhelfen. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal bei den Leuten. Es ist ja, kann ja keine Rücksicht darauf nehmen, klappt jetzt irgendwas oder würde es in der NBA wirklich so stattfinden. Ne? Ich habe eigentlich keine Fragen. Ich 4 Jahre, 155 Millionen. Die kann ich ihm nicht mal anbieten, ne? Die kann ich ihm nicht mal anbieten, ne? Da lacht er mich natürlich aus. Aber nee. Also KD, keine Chance.
keine Chance. Warum habe ich nicht genügend Cap Space frei? Für Management Vertrag Cap Holds. Allerdings wird sein Gehaltsgrenzen-Hold sofort aufgehoben. Ja, ich glaube, das ist fast das, was mich blockiert, oder? Ja. Also weg. Was jetzt bedeutet. Jetzt probieren wir es nochmal. Mal gucken, ob ich jetzt mehr bieten kann. Trotzdem nicht mehr bieten. Ich kann trotzdem nicht mehr bieten. Mehr kann ich nicht machen. Nee. Also okay. Dann probiere ich es bei Jimmy Butler. Warum hab ich? $133 habe ich ja auch nicht. Habe ich auch nicht. Wo soll ich die hernehmen? Interesse reicht nicht aus. Das heißt, ich habe gar keine Chance auf diese ganzen Stars. Bei Cousins, was kriegt der für Angebote? Nochmal Golden State ein Jahr. Porzingis. Naja, kriegt natürlich 5 Jahre. Klay Thompson 5 Jahre, 168 Millionen. Absolut keine Chance. Absolut keine Chance. Wer ist denn der Nächste auf der 3? Der Redick. Bogdanovic. Du kriegst halt entweder einen absoluten Superstar auf der Position oder eine richtige Nulpe. Ach so, aber Portis hat keine aktuellen Angebote. Ach so, ich kann erst wieder am nächsten Tag. Das ist natürlich nicht so cool. Was? Auf Rechte verzichten. Ach so, und dann steigt auch mal mein Gehaltsspielraum. Auf Rechte verzichten. Auf Rechte verzichten. Ja, das ist bei allen, wenn ich sie verlieren würde. Klar, Beverly würde ich gerne behalten und auch Portis, aber wenn es jetzt darum geht, einen Spieler zu verpflichten, krass. Und dann ist schon so gut wie nichts mehr auf dem Markt. Und Garland in die Towns kriegt natürlich alles in den Bobbes gebuttert. Dann also Portis will ich auf jeden Fall behalten. Drei Jahre, 47 Millionen. Probiere ich mal weniger. Wieso? Achso. Warum 37? Kann schon mehr bieten, wenn ich wollen würde, oder? Ja. Aber wir probieren es erstmal mit 37. Ja, probieren wir es mal. Okay, er muss darüber nachdenken. Randle ist halt auch. Aber bringt mir nichts, weil Markkanen ja auch starten will. Wäre natürlich als Backup total krass. Dinwiddie.
Ist auch mit drin. Mirotic. Portis habe ich gerade eben gemacht. Ja, Beverly. Ja, Beverly ist einfach Gold wert. Meiner Meinung nach ist er Gold wert. Du kannst ihn auf der 1 spielen lassen. Du kannst ihn auf der 2 spielen lassen. Er hat eine gute Defense. Und ein Max Contract sehe ich jetzt gerade eben aktuell bei uns sowieso nicht, weil die Spieler dafür gar nicht auf dem Markt sind. Und ansonsten ist, glaube ich, jetzt niemand mehr, wo ich sage, Wade Crawford. Ja. Justice Winslow. Naja, das sind aber dann halt alle Spieler, die uns nicht weiterbringen. Ich muss es ja fast machen, weil... Ja. Dann behalte ich zumindest die. Und dann sind echt nur noch Nulpen drin. Mit denen kannst du halt echt keinen Blumentopf gewinnen. So. Willkommen zum ersten Tag der Free Agency-Spieler, die während des Moratoriums eine mündliche Vereinbarung mit einem Team getroffen haben, haben ihre Verträge nun offiziell unterzeichnet. Das heißt... That's it. Das ist die Free Agency. Und die ist ja mal... Also... Absolut verheerend, muss man ja ganz klar sagen. Okay, wir gucken, wie wir gerade eben aktuell aufgestellt sind. Wir haben Walker. Dann dahinter Dellavedova. Beverly, Buddy Hield. Können wir gucken, dass wir Buddy Hield dann vielleicht gegen einen guten Pick traden. Trade. Höchstwahrscheinlich. Makanen, Portis. Passt. Center haben wir jetzt bloß Wendell Carter Jr. Was jetzt natürlich aktuell nicht ganz so geil ist. Miles Turner. Wer ist kein Schlechter auf der 5? Ist wirklich kein schlechter, aber will natürlich auch dementsprechend ein bisschen Kohle. Ich weiß so, wie viel Kohle erwartet er denn überhaupt? 13. Nee. 26. Ich brauche halt irgendjemanden, der dahinter spielen kann und nicht aufmuckt. JaVale McKee. Pachulia ganz sicher nicht. Aus diversen Gründen. Jefferson. Muscala. Ja, Noel, oder? Noel würde fast irgendwie noch Sinn machen. Der sollte eigentlich relativ wenig meckern. Boah, Gott sei Dank habe ich mir zumindest Kemba Walker geholt. Ah, 2 Jahre. Achso, mehr kann ich ihm gerade eben aktuell gar nicht mehr anbieten. Ja. Okay. Also so in der... Ich bin, was das angeht, ich vom Capspace her bin ich echt richtig am Sack. Leider. Schaue ich nochmal ganz kurz in Kemba Walker. Okay, Portis, Beverly. Aber warum habe ich so wenig Caps? Könnt ihr mir das erklären? Ich verstehe es gerade nicht. Also ich habe jetzt hier vielleicht einen Max Contract drinnen.
Ja, muss ich nicht so ganz verstehen. Steht hier Luxussteuergrenze. Ja, dann kann ich halt echt nur noch Müll mir holen. Auf Turn habe ich ja dann gar keine Chance. Da muss ich mir halt echt jemanden so in der Kategorie... Ja, ohne Scheiß. Also dann hole ich mir jetzt erstmal Crawford. Weil den kann man immer irgendwie gebrauchen. Den kann man immer gebrauchen. Es tut mir leid, aber ich habe ein bisschen Geldprobleme. Deswegen werde ich dich sogar versuchen, noch ein bisschen zu drücken. Ne? Okay, und jetzt brauche ich noch einen auf der 5, der mir zumindest den Rücken frei hält und auch nicht meckert. Das könnte tatsächlich hier McGee sein. Da habe ich zwar ein gutes, junges Team, aber nur mit einem einzigen Superstar. Was, jetzt will er einen 2-Jahres-Vertrag? Das kann ich dir auf keinen Fall anbieten, ne? Dann halt 2. Pff. 10 Millionen für... Ja, mehr kann ich jetzt sowieso nicht mehr anbieten. Mehr kann ich sowieso nicht anbieten. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, wie man vielleicht merkt. Weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Team so aktuell in der Konstellation... Derrick Rose ist auch am Start. Ob ich damit irgendwas reißen kann. Laverne. Theis. Ja, wir gucken mal. Denk darüber nach. Denken immer noch darüber nach. Anderes Angebot angenommen. Nice. Läuft richtig gut. Ja. Dann hole ich mir JaVale McGee. Dann sind wir damit durch. Mehr ist für uns dann auch nicht rauszuholen jetzt im ersten Moment. Als Backup ist es, glaube ich, okay. Absolut verheerend. Mann. Ich habe ja jetzt ein super junges Team, klar. Aber halt nicht diesen Superstar, den ich eigentlich mit drin haben wollte. Spielerentwicklung. Das Spielerentwicklungsmenü zeigt dir, wie sich die Wertungen eines Spielers nach der Saison verändert haben. Alle angezeigten Wertungen sind Basiswertungen und werden nicht durch Verletzungen, Moral oder Teamchemie beeinflusst. Also. Bei den beiden werde ich erstmal direkt auf Potenzial gehen. Und bei ihm vielleicht auch. Na, bei ihm gehe ich lieber auf den Dreier. Okay. Summer League. Ja. Du brauchst eine komplette Aufstellung mit 13 Spielern. Automatisch auffüllen. Und dann können wir natürlich gerne gucken, wie es läuft, aber wo sind wir denn überhaupt? Hier. Gleich mal gegen Boston, ne? Okay. Gewinnen wir auf jeden Fall. Beschleunigte Verletzungsheilung um 1%. Ja,
machen wir lieber Scouting. Er hat da direkt Zerrung rechter Wadenmuskel, 1 bis 2 Wochen. Hat gerade eben sein erstes Spiel gemacht gegen OKC. Okay, die zerpflücken wir komplett. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Oder bin ich gefühlt im falschen Film? Naja, okay. Oh, ich hätte eigentlich gleich zum nächsten Spiel wieder gehen können. Was ist denn jetzt das nächste hier gegen Houston, ne? Also das sieht ja jetzt auf jeden Fall nicht schlecht aus. Auch die Rockets kriegen am Anfang zumindest total auf den Sack. Am Ende ist es dann wieder knapp. Alter, was geht mit den beiden ab? Die sind voll am Ausrasten. Carter Jr. mal kann. Wer braucht einen Superstar, Mann? Ich habe 2 Superstars. Falls die ersten jetzt schon wieder am Meckern waren hier. Also, ja. Bis zum Spielende simulieren. Okay. Dann sehr, sehr kleiner Turnierbaum. Da drüben sind wir. Ja, mach einfach Runde simulieren, komm. Und wir scheiden direkt aus. Aber Hauptsache am Anfang schön alles wegklatschen und dann... Ja, kannst du auch gleich die ganze Summer League simulieren. Die Lakers gewinnen die Summer League gegen die Cleveland Cavaliers. All-Star, Stadtauswahl. Willkommen in Los Angeles. Das ist auf jeden Fall nice. L.A. war ich leider noch nicht, aber hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Jahrgang laden. Und zwar... dann brauche ich ja jetzt den 20er Draft. Ja, genau. Nee, keine Storylines kreieren. 2K Hoops Summit. Kannst du simulieren. Trainingslager. Das ist jetzt für mich eigentlich das Interessante. Jetzt kommt natürlich wieder ein richtig schlauer Tipp. Hey Max, ich habe unseren Kader analysiert und bin zu dem Schluss gelangt, dass Matthew Dellavedova von der Time... Ja, genau. Natürlich werde ich genau den nicht schicken. Um dich gleich mal zu beruhigen. Also. Ungenutztes Potenzial. Ach, das ist schon mal Nummer 1. Ungenutztes Potenzial. Wendell Carter Jr. Oh, dann wollte ich der Wurf. Wurf, Wurf, Wurf. Na, mal ganz, wo ist denn der mit dabei? Ah ja, hier Distanzwürfe. Da brauche ich... Kann ich auch mal sortieren. Ja, also wenn ich einen Shooting Guard habe, dann... Egal. Brauche ich. Brauche noch ein paar Trainingseinheiten. Ich habe bloß 2 Trainingseinheiten, die ich machen darf. Das ist ja auch krass. Das ist echt nicht schön. Bin ich gerade am Überlegen. Gibt es noch jemanden, bei dem es sich lohnen würde, das Potenzial hochzuschrauben? Boah, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der an seiner Athletik noch feilt. Schlecht ist nett ausgedrückt, sondern eigentlich sogar ziemlich notwendig. Ich habe ja noch ein paar wie sie, also schicken wir ihn auch noch rein. Zack,
Distanzwürfe bei Ding hat jetzt aber schon funktioniert, oder? Nicht, dass die mich hier abziehen. Weil das, da habe ich jetzt gerade eben keine Anzeige bekommen. Dreier, C plus. Hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als wenn das geklappt hätte, oder? Haben die mich jetzt gerade beschissen? Das muss ich mir im Video dann selber nochmal angucken, ne? Okay. Zur nächsten Saison vorrücken. 14 einsatzfähige Spieler. Möchtest du für alle Teams mit unvollständigen Kader Spieler verpflichten lassen? Jupp. Ja, Defensivbewusstsein. Traden oder entlassen sie. Bauen sie einen Top 15 Kader in der Liga auf, erfüllt. Lassen sie ihn pro Spiel mindestens 26 Minuten spielen, wird gemacht. Wir müssen dieses Team über den Draft neu aufbauen. Besorgen Sie mir im nächsten Draft mindestens 3 Draftpicks, indem Sie alle Spieler traden, die nicht ins Team passen. Absolut, absolut. Ich will mehr ausverkaufte Spiele sehen, mindestens 32. Das sollte kein Problem sein. Traden Sie Matthew Dellavedova oder Georges Niang. Sollte auch möglich sein. Also Draftpicks werde ich mir auf jeden Fall einige holen. Er will bis auf Weiteres nicht gestört werden. Gut zu wissen. Okay, Leute. Das ist die Wahrheit. Trade. Achso, warte. Wir machen das gleich von der ersten Sekunde an, wenn wir das jetzt hier schon können. Können wir schon? Ja, wir sind ja schon in der neuen Saison. Ziele und Versprechungen. Spielersuche, Free Agents, Vertragsverlängerung. Auch mal ganz kurz reingucken, aber ich glaube, der sollte im nächsten Jahr... Ja, okay, wir werden eh versuchen zu traden. Wird verlängern, das kann uns in dem Moment jetzt mal egal sein. Also, gehen wir erstmal ganz kurz hier rein. Kemba Walker. Klar, wird starten. Rein mit dir. Soll seine Minuten bekommen. Valentine muss seine Minuten bekommen. Wird seine Minuten bekommen, muss seine Minuten bekommen. Bleibt mein Six-Man. Chris Dunn ebenfalls. Wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Nur auf der 3. Ist vielleicht ein bisschen zu wenig los. Muss jetzt am Anfang auch nicht gleich so mega krass viel spielen. Am Anfang erstmal ordentlich rotieren. Also wir haben viele Trade Assets für die nächste Free Agency. Das ist schon mal das Wichtigste. Dellavedova, Niang, Buddy Hield, Kid Gilchrist. Wir werden sehen, was da möglich ist. Und ansonsten würde ich jetzt fast sagen, für die Folge, ja, dann können wir in der nächsten Folge entspannt neu starten. Werden wir es jetzt erstmal dabei belassen. Klar, wir haben keinen absoluten Superstar bekommen, weil das Cap Space nicht gereicht hat. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum ich nicht genügend Kohle hatte, weil die Verträge ja wirklich alle jetzt nicht so krass waren. Ob das was mit dem Cap Hole zu tun hatte, du kannst es mir gerne erklären und in die Kommentare schreiben. Ansonsten ist das jetzt erstmal unser Team. Ich zeige es gerne nochmal ganz kurz. So sieht es aktuell aus. Walker, Dunn, Dellavedova, Beverly, Hill, Chapman, Valentine, Gilchrist, Niang, Markkanen, Portis, Babbitt, Luke Babbitt, Wendell Carter Jr. und JaVale McGee. So sieht's aus. Ansonsten neue Saison, neues Glück. Ich glaube, mit diesem Team kann man trotz allem in die Playoffs kommen. Und wir werden jetzt nicht noch eine Saison tanken, sondern werden mal gucken, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Max. Ciao.